heißt, bei der MT-Rallye sind wir das erste Mal hier. Aber wir haben diverse andere Veranstaltungen schon hinter uns und ja, wir haben hier eigentlich ein gutes Gefühl. Nein, waren wir nicht. Wir sind bisher die Breslau gefahren und andere kleinere Veranstaltungen und ich denke mal, es wird hier gut ablaufen. Was erwarten wir dieses Mal? Wir haben ein neues Fahrwerk, das wollen wir schauen, ob das funktioniert. Vielleicht eine etwas andere Strecke als letztens, aber wir lassen uns einfach überraschen. Das ist ja immer der Wert der Veranstaltung. Wir haben festgestellt, Touristenklasse, sehr gut, starten allerdings sehr spät. Und wir sind überall durchgefahren, wo die Sportklasse gefahren sind, selbe Strecke. Und da haben wir gesagt, das ist machbar und jetzt wollen wir in der Sportklasse in der Wertung fahren. Was denn schon noch sehr interessant wird, denke ich mal. Da bin ich natürlich ganz gespannt. Sieht aus, als wäre es navigatorisch sehr schwierig. Mhm. Und ich denke, da muss man lieber langsamer fahren, aber genau aufs Roadbook schauen und auf den Kompass. Dann wird man auch wieder sicher am Ziel ankommen. Ein schöner Prolog, aber er war ein bisschen viel große Löcher. So ein bisschen gefährlich. So musst du sehr gut sehen, was du machst. Und dann das letzte Stück mit Navigation auf die Cup, das war schwer, aber ja, ich habe das gut gemacht so, und dann der gute Weg gefunden. Aber jetzt gehen wir wieder auf die gleichen Cup zurück, so das wird schwer zu finden, glaube ich. Es wird eine schöne Etappe heute Nacht. 10 Kilometer Spaß haben, das letzte Stück ist natürlich dann immer besonders wichtig, halt, dass wir den Kompasskurs mal machen. Ja, ich denke, die Navigation ist bei einer Rallye immer natürlich das Wichtigste und bei so anspruchsvollen Rotbuchgebieten hier wird das immer ein besonderes Thema sein, was aber auch über die Zeit halt dann geht. Ein Prolog ist ja Startreihenfolge, ist aber dann nicht das Entscheidende.